Ja, servus die Mann und grüß euch die Buben. Ja, was soll ich sagen, klar bin ich wieder mal unterwegs. An der Donau herunter wieder. Bin heute extra ein bisschen im Wald reingegangen, wo es nicht so zügig ist. Wir haben wieder noch extremen Wind, aber ja, möchte mich da ein bisschen durch den Wald selber durchschmeißen und eigentlich nur ein bisschen gemütlich machen, also nichts Extremes vor. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Gehen wir. Ja, wie immer schaut es da saugeil aus. Ja, wisst ihr, mein liebstes Waldband, Dschungelbuhr. Ja Freunde, da riecht es jetzt so extrem nach Wildschweinerl. Arg, wahrscheinlich aus der Richtung. Der Wind kommt auch von dort. Ja, der Wind steht günstig, extremer Geruch von da draußen. Und geht da jetzt weiter und die Kamera bleibt schussbereit. Ja, da auf die blauen Leise zu gehen, natürlich extrem schwer. Ja, Stopp, Wildruhezone. Klar, das respektiere ich natürlich und gehe da weiter, aber das ist genau mein Fall. Und da steht natürlich ein Hochstand. Ne? Ja Freunde, Wildruhezone und dahinter ist schon die Fütterung stehen. Ne? Ja, Dschungel, da lauter Lianen. Geil. Ah, jetzt schleiche ich da schon wieder die ganze Zeit durch den Dschungel durch. Oben mir kracht zum Grammet. Ein Stück werde ich jetzt noch schauen, aber dann mache ich mir ein Päuschen für Käffchen, würde ich sagen. Also irgendwie ist manchmal wirklich wie verhext. Du rennst durch den Dschungel durch und findest keinen Panther liegt. Ja, den habe ich jetzt gefunden nach langem. Ich glaube, den werde ich mir einverleiben. Ja, nehmen wir ihn halt. Ich habe heute meine Brennpaste wieder mit. Na, jetzt machen wir es ja mit Käffchen. So. Bischl steht. Brennpaste ist da. Ich habe heute auch meinen kleinen Windschutz dabei. Der kann nicht schaden bei dem Wind. Die Käffchenmaschine ist erledigt, so jetzt zünden wir noch mehr. Jo Freunde, Käffchen ist soweit, herrlich, herrlich, kann ich da nur sagen. Ja, Krankensaison, es wisst, es satz im Gedanken von mir. Besten Grüße an euch, Genesungswünsche, gesund werden. Weil wenn man krank ist, wünscht man sich noch eins, nämlich wieder gesund werden. Ich helfe euch dabei mit einem kleinen Schluckerl wie immer. Und natürlich auch die ganzen Gesunden, damit sie nicht krank werden. Prost! Ui, oh, der haut halt wieder hin. No. Deliziös, muss ich gestehen. Deliziös. So. Ja, die sind leider einzeln eingepackt. Das taugt mir eigentlich auch nicht so, aber ja. Ist halt so. Mhm. Was gibt Schöneres als wie draußen sein, ein Käffchen, vielleicht auch noch was Leckeres kochen, so wie beim letzten Mal, heiße Würstel. Und einfach die Seele baumeln lassen. Entspannen, runterkommen, die Welt ist sowieso so beschleunigt genug. Da muss man einfach ein bisschen wieder zurückschalten. Ja, wie gesagt, wir werden wir dann ein Wasser hinstellen für meinen Zettelwärmer. Und den werden wir dann noch zu Gemüte führen. Ein bisschen was Süßes braucht ja der Mensch so wie ich. Für die Glückshormone ist das. Ja, ich richte mir alles her. Muss man noch Wasser kochen. Da habe ich den Tonka habe ich dabei. Da werden wir das drin machen. Und vom Stanley den Deckel dazu. Deckel drauf. Ja, und da ist er dann das Gute, der gute Seelenwärmer. Ich habe am liebsten den Schokolade. Der schmeckt mir am besten. Da gefällt es mir heute besonders gut. Ich weiß nicht warum. Die Bahn da voller Lianen. Da relativ windstill. Das ist, es hilft alles nichts. Das ist Herbst, die Blauen sind alle herunter, der Wind kann durch den Wald durchzischen. Aber es ist trotzdem schön. Gefällt mir. So, na das passt schon. Perfekt. Wieder runter. Das brauchen wir jetzt dabei auch nicht. Dann machen wir an. Fertig. Und jetzt machen wir. Rühren, rühren. Dann wird auch gleich dicker werden. So, jetzt habe ich ihn ein bisschen stehen lassen. Und schaut mal, jetzt hat er schon eine schöne Konsistenz. Und jetzt lasse ich ihn schmecken. Mm. Jawohl, ich spüre schon, wie die Seele warm wird. Ist magerl auf alle Fälle. Perfekt. Fantastisch, würde ich sagen. Der, was auf was Süßes steht, kann euch nur raten. Seelenwärmer. Schaut's mal. Der Nebenputz darf ich nicht, so viel ist ja nicht drin. Ja, leider hat alles ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Also wenn jetzt ein Hund war, der die da mit der Zunge reinfahren. Herrlich. Ja, die Sonne geht immer mehr unter, man spürt es auch, es wird von Minuten zu Minuten kühler. Aber macht nichts. Jetzt haben wir da mal wieder schön langsam alles weg, Geschirr waschen und so. Aber da braucht es mir nicht zuschauen, das wisst ihr, wenn man Geschirr wascht. So, alles zusammenpackt, alles sauber, Platz natürlich wieder herrichten. Jetzt haben wir ein bisschen mehr zusammentrampelt, aber ich denke, da im dichten Wald sieht man das eh nicht. So, heim geht's. Ja, in der Zwischenzeit ist fast halb vier. Man sieht da die Die Sonne ist schon fast komplett untergegangen. Ja, ich gehe jetzt schick auf den Hauptweg führe, zisch mich dann noch ein bisschen zur Donau runter und gehe einen gemütlichen Weg zurück. So, und da sind wir wieder mal an der schönen blauen oder grauen Ah, die kann man gut sehen. Da ist zwar alles feucht, aber kein Wasser mehr da. Ja, jetzt habe ich gerade auf die App geschaut und wir haben einen Stand von 1,70 Meter. Also das ist gar nichts. Das ist, normal haben wir 5, 6 Meter Wasser. Gigantisch. Alter Verwalter, wo bin ich da jetzt schon wieder hingekommen? Bin ich in Japan oder was? Hoffentlich nackt man keinen am Saki. Ich meine, Nagasaki oder wie das dort heißt, nicht? Also, gehen wir einfach einmal weiter, schauen wir, wo wir rauskommen. Ja, hallo Freunde. Das war's einmal, das Ende von der Tour. Ich kann mich bei euch noch immer wieder bedanken fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Mauern und pfiat euch die Buben.